Generalkapitel des Kapuzinerordens sind 188 Brüder versammelt. Dazu kommen noch andere, die das Ganze unterstützen, dass die Versammlung gut läuft. Sie kommen aus der ganzen Welt, eine spannende Begegnung. In der ersten Woche haben wir viel zugehört, den Bericht des Generalministers, den Bericht des Ökonoms, darüber reflektiert und diskutiert. In der zweiten Woche haben wir den Generalminister und seine Räte gewählt. Sie lenken den Orden, sie sind gewählt für 6 Jahre. Und wir arbeiten zum Beispiel an der Grundordnung für Ausbildung, wir arbeiten im Plenum, in Gruppen. Es ist eine spannende Begegnung und ich bin fasziniert. ...188 Brüder aus der ganzen Welt in verschiedensten Sprachen. Eine Diskussion auf der Ebene ist schlicht nicht möglich. Und der Grund für Gruppenarbeit ist da gegeben. Wir arbeiten in Sprachgruppen, mehr oder weniger. Und unsere Sprache ist, das Deutsche ist eben nicht sehr groß vertreten, sodass wir in einer sehr gemischten Gruppe sind mit Französisch, Englisch, Italienisch. Aber wir verstehen uns, wir sind ja Brüder. Was mich am meisten beeindruckt hat bei diesem Kapitel, war die feierliche Gestaltung der Gottesdienste. Vor allem hier in der großen Kirche und auch in den kleinen Gruppen. Vor allem war es sehr abwechslungsreich in den 7 Sprachen. Die schönen Gesänge und insgesamt einfach das Miteinander beten, miteinander singen, das war eine tiefe Gemeinschaft. Für mich wird auf diesem Generalkapitel vor allem eines deutlich, es ist mein 3. Generalkapitel, wie sehr alles im Wandel ist. Das Wort vom Change, vom Transition, vom Transito, von der Veränderung taucht ständig auf. Der Orden ist in Bewegung, es leben mittlerweile weit mehr der Brüder in der südlichen Hemisphäre, nicht mehr im Norden. Und wir sind auf der Suche nach neuen Wegen. Wir merken, dass wir an vielen Stellen neue Modelle des Lebens brauchen. Und ich glaube, dass der liebe Gott eben ein Gott der Geschichte ist, der mit uns den Weg geht, auch in tiefgreifende Veränderungen. Und wir sind mit dem lieben Gott gemeinsam gespannt, was dabei in den nächsten Jahren herauskommt.